Das sind die Hardcore-Gala-Fans hier. Ja, was passiert hier? Meine Waffe ist kaputt. Hey, es ist so laut. Oh, oh mein Gott, Özil. Es geht heute auf das krasseste Derby der Welt. Galatasaray versus Fenerbahce. Und bevor jetzt ein Hater losgeht, Freunde, ich bin neutral. Ich bin unfassbar heiß. Meine ganzen Koffertaschen sind gepackt für über eine Woche, weil ich danach noch nach Manchester fliege und London. Meine Mutter hat mir hier schon russische Bienchen mitgegeben für die Fahrt. Doch bevor es Richtung Flughafen geht, wollte ich euch noch auf die größte Rabattaktion des Jahres aufmerksam machen von Displayed. Ich habe hier neue Designs bekommen. Das ist richtig geil. Messi hier in dieser PSG-Collage. Das gleiche auch von Cristiano Ronaldo. Dann gibt es natürlich auch noch voll viele Motive zu filmen. Bad Boys for Life. Dann Dragon Ball. Wolf of Wall Street. Legendenfilm. Und hier nochmal Messi mit Neymar und Mbappé. Ihr kennt das Spiel, das funktioniert hier ganz easy mit so einem Magnetsystem. Und ja, Freunde, jetzt hat auch schon die Black Friday-Aktion angefangen. Bis zum 30. November läuft die. Bei 1 bis 2 Displays bekommt ihr 34% Rabatt. Bei 3 bis 4 38% Rabatt. Und ab 5 Displays sogar dann 43% Rabatt. Also fast die Hälfte. Das ist immer die krasseste Aktion des Jahres. Also wenn ihr euch welche holen möchtet, dann würde ich es euch jetzt empfehlen. Ihr müsst keinen Code eingeben, einfach nur über meinen Link ganz oben in der Videobeschreibung shoppen. Gelandet in Istanbul, ey, hier am Flughafen ist die Hölle los. Mich holt freundlicherweise der Fahrer von Sinan ab, Spieler von Fenerbahce. Dieser Verkehr hier, ne, der ist nicht mehr normal, was hier los ist, dass es mein Fahrer einfach im Maybach kommt, der Lul. How cool ist das? Thank you, Sinan. Oha, das habe ich ja nicht erwartet. Was ist denn hier los? Ja, moin. Ich dachte, ich hole ein normales Auto ab, Digga. Ich bin absolut ein Van-Maybach. What would you like to drink? You can take here. Oh, thank you, bro. Thank you. This is television. So cool. Ah, Burmester also. Nice music. Cool. Okay, okay, yeah. Sinan! Oh mein Gott, Leute, das wird so ein kranker Vlog. Man kann hier sogar seine Farben ändern im Auto. Ey, wo bin ich hier gelandet? Oh mein Gott. Jetzt läuft hier ein Musikvideo von Kapital. Sinan, alles auf deinen Nacken, Alter. Bei 1 like war ich den Fernseher runter. Niggas saw they passed us, they doing too much. Was ist hier los? Haven't done my taxes, I'm too turned up. Ich bin so ein Disbelief, hier ist sogar eine Playstation im Fernseher verbaut. Ich bin jetzt bei ihm schon zu Hause. Highlight von seiner Wohnung ist definitiv der Ausblick. Dieser Ausblick, der ist echt unbezahlbar. Man sieht sogar beide Istanbuler Brücken von hier. Dort hinten noch links. Wir sind jetzt angekommen bei der Location. Wir lassen jetzt hier noch den Abend ausklingen, essen was. Gönnt euch mal einfach nur einen 10 von 10 Spot, ne? Wahnsinn, ey, keine Worte. Richtig schön hier in Istanbul. Gleich kommt noch Red, den habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Der wohnt ja mittlerweile jetzt in Istanbul. Und morgen ist dann auch noch ein anderer Special-Gast am Start, mit dem wir zusammen ins Stadion gehen. Seid gespannt. Red, du hast dich gar nicht erkannt wegen den Haaren. Dein Haar ist lang. Oha, aber trotzdem sieht gut aus, Digga. Ja, sehr gut. Was geht, Bro? Alles klar? Alles gleich bei dir, Digga? Ja, Mann. Einfach gesehen, in Istanbul, Digga. Ja, einfach auf lustig, Digga. Andere Kontinente, Digga. Das Restaurant heißt Galia, für die, die sich fragen. So, wir stemmen jetzt rein. Let's go. Vorspeisen sind da. Sehr, sehr lecker. Red, eine Frage. Erzähl. An 94 mit Schalldämpfer oder ohne? Ja, ohne. Was hast du denn? Hä? Istanbul, was Essen angeht, ist wirklich ganz absolut gefährlich. Ganz, 10 ganz von 10. Gefährlich. Ein kleiner Test, okay? Ja, komm. Boah, das war ein guter Bissen. Boah, top. Nochmal der Ausblick hier an Tageslicht. Wir gehen jetzt etwas frühstücken, ich nehme euch wieder mit und dann später gehen wir zum Stadion. Leute, einfach 4x4 G-Klasse. Krass. Wir gehen jetzt hier aber frühstücken. Vamos. Chai ist da, O-Saft ist da, Sujuk ist da. Und ganz viele andere Kleinigkeiten noch. Sieht sehr lecker aus. Oh, Pancakes sogar wurden auch schon gebraucht. Ja. Jetzt geht's aber ins Taxi Richtung Gala-Fans. Dort treffe ich John Broke. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich glaube, die Kombi werden einige von euch nicht erwarten von uns beiden. Aber wir gehen zusammen ins Stadion. Er ist mein Schutz hier in Türkei. John hat mir gerade eben schon ein Video geschickt. Schaut mal, was da abgeht. Pyros, alles. Jetzt fahren wir über die riesige Brücke quasi nach Europa. Und übrigens, das Fenerbahce-Stadion ist auch auf der asiatischen Seite und das Gala-Stadion auf der europäischen. Und dazwischen ist halt der Bosporus. Den seht ihr hier. Wir fahren auch gerade schon am Gala-Stadion vorbei. Da seht ihr es. Mittlerweile heißt es das Neff-Stadion. In 3,5 Stunden geht's los. Bisher ist es noch einigermaßen ruhig hier. Jetzt fahren wir auch noch zufällig am Besiktas-Stadion vorbei. Man sieht es aber hier hinter dem Zaun leicht, ja doch. Ach, Vodafone Park heißt das, ne? Ja. Man kann auch ganz leicht in die Tribüne reinschauen, ne?
Ja. Dieses Stadion hält auch den Rekord für das lauteste der Welt. Mit über 130 Dezibel auf jeden Fall. Das letzte Stück müssen wir jetzt hier noch zu Fuß laufen, weil der Verkehr, Freunde, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das hier ist übrigens der Riesenplatz, wo zum Beispiel Galatasaray die Meisterschaft feiert oder als wir den UEFA Supercup gewonnen haben. Dort ist auch eine Moschee. Ey, ich habe so Bock, Freunde, heute auf dieses Derby, ne? So geile Vibes hier. Boah, riecht das hier gut, ne? Mais wird hier verkauft. Wir gehen gerade wirklich in das Viertel, wo nur Gala-Fans quasi sind. Ja, sehr, sehr bekannt. Da trinken die, machen schon Stimmung davor und dort treffen wir gleich Can. Man merkt halt so hart, wie viele Einwohner diese Stadt hat, ne? Fast 20 Millionen. Ja, jetzt geht's langsam los. Und ganz hinten geht's noch mehr ab. Das letzte Mal, als ich vor 2 Jahren hier war, da haben wir aber gegen Beşiktaş gespielt. Da kamen wir erst voll spät ins Stadion. Ich hatte gar nicht dieses komplette Derby-Erlebnis. Heute Full-Paket. Den ersten Zuschauer getroffen. Das ist Kabasta. Korrekt. Was tippst du, Bruder? Boah, Gala gewinnt. Gala muss gewinnen. Okay, viel Glück, Gala, ja? Ciao. Rein. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Es ist nicht einer mit Fanertrikot hier, ne? Nicht ein einziger. Keine Chance. Krass. Keine Chance. Also die sind komplett aufgeteilt einfach in der Stadt, ne? Ganz klar. Fenerbahce ist völlig Gala hier. Oi, oi, oi. Ich verstehe kein Türkisch, ich kann es nicht übersetzen, aber es ist wahrscheinlich nichts Freundliches. Krass. Boah, Jungs, wir sind mittendrin, Alter. Alles voller Rauch hier in dieser Straße jetzt. Krass, oder? Das ist krank. Wir sind noch nicht beim Stadion. Die sind so in der Atmosphäre hier schon. Das sind die Hardcore-Gala-Fans hier. Was für Eindrücke. Luna! Alter, jetzt schon das Pfeifen, Mann! Ich brauche Ohrstöpsel für später! Komplett alleine unterwegs, siehst du wohl? Can, wo bist du? Wir haben uns gegenseitig unseren Live-Standort geschickt. Wir müssen uns jetzt so irgendwie finden hier. Iska. Hallo, servus. Alles klar? Ses, zack. Ja, ja, ich gehe auch heute aufs Derby. Viel Spaß, gell? Ciao. Ey, so cool, Mann. Man trifft euch echt überall, egal wo auf der Welt. Oh, hier sind überall Bierflaschen. So, Can muss jetzt hier irgendwo sein. Die Nächsten, Alter. Jungs, ey. Oha, was geht da? Alles gut? Servus. Bild, oder was? Mach mal, komm Jungs. Ich bin neutral. Was ich tippe, ich hoffe einfach nur, dass es krasse Atmosphäre ist. Okay. Ey, Can, jawoll! Servus, was geht, Digga? Alles klar? Geht's gut? Das erste Mal in meinem Leben so Führung an. Bevor Hate ist, ich bin echt neutral, okay? Ist ja nicht, er ist eine Fugala, heimlich. Er hat alles auf Fanel getippt. Freunde, das ist echt gefährlich, ne? Man spürt diese Dinger. Also mit Vorsicht sowas machen. Das war die beste Entscheidung, hierher zu fliegen. Ohne Can wäre ich hier niemals hingekommen. Er hat alles organisiert. Geil. Danke, Mann. Mal gucken, ob wir noch reinkommen, werden Wurf. Ja, servus. Ey, wie viele Deutsche hier sind, ne? Der lässt sich einfach mit seinen Inlineskatern vom Bus ziehen, ne? Was ist denn hier los? Schaut mal, wie schön es ist. Die Sonne geht gerade unter hier hinter den Häusern und wir laufen jetzt hier Richtung Arena. Da wird auch hier Essen gemacht, mitten auf der Straße wieder. Digga, was ist denn hier los? Wir tanzen. Noch einmal in meinem Leben auf der türkischen Hochzeit. Na, hast du einen Kulturschock? Nee. Das ist Fußballspiel an der Hochzeit. Überall Polizisten mit so Einsatzschildern schon vom Stadion. Also ja, das ist natürlich auch für sehr viel Sicherheit gesorgt. Oha, kommen wir hier nicht durch, oder was? Guck mal, wie viel Verkehr hier auch ist, ne? Und da hinten noch Rauch. Das ist auch so, Bruder, also für viele Fans gilt das. Ein Derby-Sieg wiegt viel, viel mehr als die Meisterschaft, Bruder. Der Glabus fährt da gerade entlang mit dem Löwen natürlich drauf. Ich rieche Derby-Luft, ne? Das ist hier so ein ganz spezielle Atmosphäre, schon vorm Spiel. Also ich rieche nur Köfte-Luft, Digga. Boah, das ist eine geile Aufnahme, Alter. Der Fan hält sogar Pyro hier aus dem Auto raus, also während die da im Stau stehen. Der Fenerbahce-Bus ist jetzt auch hier vorbeigefahren. Wir warten hier immer noch, bis die Polizisten uns durchlassen. Also sowas habe ich noch nie erlebt, ne? Was hier vom Stadion los ist. Junge, Junge. Es geht jetzt hier die Treppen runter.
Oh, ich habe Angst, dass ich die verliere, Jungs. Der Zaun hat hier sogar Stacheldraht vom Stadion. Habe ich noch nie gesehen, goldenes Pyro. Das ist Glasrei, mein Bruder. Das ist gut Rastam. Rivalität zwischen Fener und Gala ist in Türkei halt am allergrößten. Es sind auch gar keine Auswärtsfans offiziell erlaubt. Deswegen haben wir auch nicht einen einzigen gesehen mit Fenerbahce-Trikot. Er würde hier eh nicht überleben, Bruder. Also ganz, ganz schwer unter 50.000 Leute. Was war das krasseste Derby, was du bis jetzt erlebt hast? Ich war noch bei keinem Derby dabei, außer bei Besiktas Gala. Das ist auch ein Derby. Ja, aber Bro, das Ding ist, wegen Corona und so weiter durften ja nur die Hälfte rein, weißt du? Ja. Heute ist ja offiziell, also seit einer Woche ist es offiziell, dass wieder alle Fans rein dürfen. 100%. Das wird für mich jetzt auch ein Erlebnis. 52.000 Menschen hier, auch wenn es mein Club ist. In genau einer Stunde ist Anpfiff. Ich weiß nicht, wie wir da durchkommen sollen. Seht ihr das? Wir laufen jetzt schon seit über einer Stunde, um überhaupt in die Nähe vom Stadion zu kommen. Ja, aber schön beleuchtet auch das Stadion von außen. Was hier abgeht, Jungs. Überall Pyros. Oh, oh nein, ich verliere die Jungs. Oh, nicht. Also man hat hier auf jeden Fall den Silvestergeruch in der Nase. Wir sind durch die ersten Kontrollen durch. Da ist auch schon direkt das erste Auto mit Wasserwerfer. Das Stadion von außen, Freunde. Sehr, sehr schön natürlich. Rot, Orange, Gala-Farben. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Stadionvlogs sehen möchtet aus der Türkei. Aber das ist natürlich hier das absolute Highlight, ne, Gala-Fan. So schön hier auch rund ums Stadion, ne? Der Sonnenuntergang auch quasi in Gala-Farben. Man hört von draußen schon ultra laut die Fans, die pfeifen gerade. Hier wird gerade noch ein Zivi-Auto durchfahren. Wir stehen seit 40 Minuten, um ins Stadion reinzukommen, aber irgendwie sind die Scanner kaputt an den Ticketkontrollen. Und das Problem ist, in 10 Minuten beginnt das Spiel und hier tut sich wirklich gar nichts. Also ich glaube, die Leute sind eins vor durchdrehen. Wo sind wir in Eier? Kommst du noch oder was? Da ging das auch nicht. Diesen Stadionbesuch werde ich niemals vergessen. Das Spiel hat schon angefangen, die Leute eskalieren es komplett. Wir sind der einzige Block, der immer noch nicht drin ist. Was für ein Pech. Jetzt kommt hier überall Security. Gott sei Dank bin ich hier nicht alleine, ne? Ich schwöre. Hier Leute, das ist Konferenz. Alle schauen auf seinem Handy. Digga, was ist hier los? Oh mein Gott. Mittlerweile schon 12. Spielminute, ist immer noch nicht drin. Wir sind endlich drinnen, Leute! Und 1-0 für Gala! Oh, leider nicht aufgenommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das denn? Ich muss jetzt mal alles auf mich wirken lassen. Das ist ja unfassbar hier. Jeder hier im Stadion steht. Wirklich, niemand ist am Sitzen. Ganze komplette Kurve auch. Fener ist gerade im Ballbesitz. Und das ist ein Pfeifkonzert. Nicht mehr normal, Alter. Holy shit. Wir haben auch keinen Sitzplatz. Wir stehen hier an diesem Stich hier an diesem Geländer. Irgendwie. Alter. Oh mein Gott. Da läuft gerade Mesut Özil. Spielt auch von Anfang an. Freistoß für Fener jetzt. Ich höre gar nichts mehr. Kommt das ein bisschen rüber? Schade, was passiert hier? Das ist nicht meine Wand ist kaputt! Nein, es ist so laut! Schade, dass wir die ersten Minuten verpasst haben, aber egal, wir sind jetzt drin. Vamos! In Besiktas ist es lauter! Was? Das ist ein Witz! Echt? Nein, ist auch schon laut. Oh, sehr gut, Herr Omar! Keine Sekunde nicht gepfiffen, wenn Fenerbahce am Ball ist. Das letzte Mal habe ich eine Halbzeit durchgehalten. Ich hoffe, ich schaffe heute 90 Minuten. Mir war ja wirklich übel damals in der Halbzeit. Freistoß. Oh. Oh, jetzt Konter. Oh, oh. Über Özil jetzt. Oh, er hat getroffen. Oh mein Gott. Mesut. Oh, jetzt wird er beleidigt. Oh mein Gott. Die Leute werfen Sachen. Schaut mal, was alles geworfen wird. Oh mein Gott. Alter. What the fuck? Der Torwart kommt sogar vorgelaufen. Schau mal, die Leute werfen. Man muss sagen, er hat das ultra stark gemacht und danach war es wirklich für so 5 Sekunden ultra leise im Stadion. Was da alles liegt jetzt auf dem Rasen, das
sein Tor. By the way, Leute, die Gala-Fans haben vom Spiel eine Squid Game-Choreo gemacht. Und nach dem Spiel, falls sie gewinnen sollten, halten die Plakat hoch, wo steht: Spieler 1907 eliminiert. Das Gründungsjahr von Fenerbahce. Es ist Halbzeit, kurz durchschnaufen. Ich muss ehrlich sagen, damals, Gala Beşiktaş war ein Tick lauter vom Gefühl. Ich muss aufzugeben, nicht nur weil ich Beşiktaş-Fan bin. Als in meinem letzten Spiel war gegen Dortmund in der Champions League, waren nicht mal halb so viele Leute und es waren alle lauter. Hey, was wird das hier? Was auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist steht, ist das argentinische Derby. Boca Juniors gegen River Plate. Da habe ich nämlich gehört, dass das noch ein Tick krasser sein soll als hier Gala gegen Fener. Can hat auch einen Stadionblock gedreht. Ich verlinke ihn oben in der Videobeschreibung, kommt zeitgleich online. Also ja, zwei Plätze. Dankeschön. Wenn die mal ein bisschen länger am Ball sind, dann ist schon heftig laut. Also Fener spielt auf jeden Fall ein bisschen besser als Gala, muss man sagen. Die haben auch viele Ballbesitzpassagen. Oh mein Gott, schieß doch! Was? Oh mein Gott! Stimmung ist trotzdem da. Oh Junge. Komm schon. Schieß, Junge! Oh Mann, Alter. Jetzt kommen mal diese Gesänge auch, ne? Zweite Halbzeit viel besser nochmal als erste. Es geht Schlag auf Schlag von der Seite auf die andere. Gala spielt jetzt auch immer besser. Oh, das ist eine geile Annahme von Özil. Uff. Foul, foul. Ja, nee. Digga, die müssen schnell spielen. 5 gegen 4 Situation. Oh! Oh! 20 Minuten noch auf die Uhr, es kann alles passieren. 50-50. Oh, nee, nee. Kein Abseits. Ich bin neutral, aber ich würde es natürlich feiern für die Stimmung und fürs Video, wenn Gala jetzt noch ein Tor schießt mit der ganzen Halbzeit. Warte. Ozan hat mir einen Gala-Schal gegeben. Er meint, es bringt Glück. Rote Karte für ihn. Gala wird die letzten 8 Minuten nur in Überzahl sein. Oh mein Gott! Also bleiben, glaube ich, alle glücklich. Schade natürlich für die Gala-Fans, aber okay. Er hat Foulspiel gepfiffen, nicht abseits. Gab es einen Schubser oder so davor? Oh. Es gibt 7 Minuten Nachspielzeit hier in diesem Derby. Tor, 2-1. 93. Minute. Das ganze Stadion ist mucksmäuschenstill. Die rote Karte haben die noch 2-1 gemacht. Die sind in Überzahl und kassieren das 2-1. Das ganze Stadion ist durch. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Glückwunsch an die Fener-Fans, ne? Das wird wahrscheinlich der Sieg sein. Jetzt rote Karte. Für wen? Ich glaube, für irgendeinen
Man sieht den Vollmond hier. Auch hier am Derby-Tag. Der ist irgendwie reingekullert, glaube ich. Was heißt Sieg dir geht? Sieg dir geht, verpiss dich und am Tag heißt du Muschi. Achso, okay. Er macht den Einwurf genau vor den Polizisten. Meter Hand? Vielleicht Handelfmeter, wir werden gleich sehen. Das ist Elfmeter! War das Silber? Ja, 100%! Boah, ist ja krass. Das war's, Leute. Fener gewinnt das Istanbul Derby. Die ganze Mannschaft feiert ohne Ende. Komm ich kaputt! Ach so, das heißt das? Nein! Keine Gewalt! Keine Gewalt, Distanzierung! Genau! Die Spieler von Fener feiern gerade mit ihren Fans, die aber nicht da sind. Sie stellen es sich aber vor, als ob sie da wären. Was für ein Stadionvlog, ne? Hat Spaß gemacht, Digga. Ultra, ne? Danke nochmal. Gerne. Schaut doch bei seinem Video vorbei. An der Stelle Anton, ein sehr sympathischer Junge. Wir haben uns jetzt, wir schon zum zweiten Mal haben uns schon gesehen, ne? In Bayern hatten wir uns auch gesehen, Bayern gegen Schipper. In real life. Ja, stimmt. Dankeschön, dass du dabei warst, Bro. Auch kein böses Blut mehr Nein, zwischen Quatsch. Uns. Wir haben schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. Wir haben zusammen Spaß im Stadion, können uns in die Augen schauen. Und ich glaube, ja Mann, so eine kleine Happy End. Safe. Geil, Alter. Geil. Auf weitere Spiele, Digga. Passt auf euch auf, danke fürs Einschalten. Über Sinan haben wir jetzt gerade noch ein originales Fener-Trikot organisiert mit Özil, seiner Unterschrift. Richtig nice. Er hat heute auch noch getroffen. Und ja, das war's mit dem Video, Freunde. Kuss geht raus. Ciao.